Moin Moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend bei Turtle Safe Program. Ja, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Nee, herzlich willkommen bei Hardcore Colonization natürlich, aber wir werden heute wieder Kerbels retten und zwar hoffentlich alle Verbliebenen und dabei nicht noch mehr Rettungsmissionen verursachen. Das wäre prinzipiell mal eine gute Sache. Ich habe es im Moment, bin ich nicht so richtig gut mit Moonlandungen. Aber wir schauen mal, wie sich das so ausgeht. Und bis wir dort anfangen oder bis wir dort ankommen, fangen wir einfach als allererstes mal an, hier alles ordentlich einzustellen und Hallo zu sagen an diejenigen, die schon da sind. Nämlich an den Neo Kerman, an den Major Spanker, den Uptoon, den Mickey, den noch irgendjemand. Irgendjemand ist noch Kalis, den Jojongs, den Restol, den Achilles, Ungu. Den John Zeno, Etienne Lighthouse, Lord Grimmisch. Jetzt, da kamen sie dann alle um die Ecke. Da fing wahrscheinlich einfach der Stream an. Wir haben vorher vielleicht schon ein bisschen gechattet. Den Lighthammer, den Finn, den Django und den Deifel, der gerade mit einem Raid reingesprungen kommt. Vielen lieben Dank dafür und ganz herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer. Liebe Mods, gerne mal ein Shoutout für den Deifel machen. Guck da doch mal vorbei und was hast du denn gerade gespielt? Aber da der Dralo mit reingespült wird, würde ich denken, ihr habt vielleicht KSP gespielt. Hallo Kalimi, hallo Finman, hallo Smike. Und schön, dich auch mal wieder zu sehen, Dralo. Wir sehen dich ja nicht mehr so oft hier auf dem Kanal. Ich weiß nicht, ob du lurkst oder ob du uns einfach abhanden gekommen bist, was auch sehr traurig wäre. Aber schön, schön, dich mal wieder zu lesen. Ich hab dich nicht vergessen. So, als allererstes gucke ich jetzt mal, wann hier die nächsten Manöver anstehen, bevor ich zu lange quatsche. Okay, wir haben noch ein paar Stunden Zeit, bis hier irgendwelche Manöver ankommen. Ich muss mal gucken, wo die ankommen, ob das schon an Kerbin ist. Wir haben im Prinzip, wenn alles gut läuft, noch eine Rettungsmission, die wir konzeptionieren, landen, fliegen und so weiter müssen. Und wir haben auf der anderen Ebene hoffentlich... ein paar Rettungsmissionen, die demnächst zurückkehren, ne? Ja. Das sind ihre Manöver. Das ist Landed on the Moon. Jawohl. Sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank für den Shoutout, lieber Mickey. Ja, Teufel, schreibt gerne mal, was ihr so gespielt habt. Falls du mich noch nicht hören konntest. Das dauert ja mal einen kurzen Moment mit dem Raid. Ja, da haben wir noch eine Rückkehr. Das sieht auch ganz gut aus. Okay, also wir hatten ja letztes Mal überlegt, ein bisschen, wie das Konzept weitergeht. Daran werden wir heute arbeiten. Vorher wollte ich aber noch zwei Dinge sagen. Oder wahrscheinlich sind es ein paar mehr. Erstmal an den Jojongs und an den Major Spanker. Vielen lieben Dank. Die haben ihren Sub heute verlängert, bevor der Stream überhaupt angelaufen ist. Der Jojongs im 31. Monat und der Herr Spanker im 26. Monat. Vielen lieben Dank an euch beide und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Das waren noch nicht Dinge, die ich unbedingt sagen wollte. Dinge, die ich unbedingt sagen wollte, sind aber... Ich hatte mal davon geredet, dass es dieses Jahr auch wieder ein Real-Life-Treffen geben wird aus... bekannten Gründen ist das verschoben auf nächstes Jahr. Ich wollte es nur noch mal offiziell gesagt haben. Ich nehme an, die meisten haben sich schon denken können, dass das dieses Jahr nicht stattfinden wird. Aber ich wollte es jetzt einfach noch mal offiziell sagen. Es ist aber nicht abgesagt im Sinne von findet überhaupt nicht statt, sondern es findet nur dieses Jahr nicht statt. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder in soweit Normalzustand sind, dass wir das sauber planen können und dann das Ziel bleibt gleich. Da gibt es dann auf jeden Fall von mir neue Informationen, sobald das da in die Planung geht. Das zweite Thema ist, ich habe endlich mal meinen Arsch hochbekommen und Emotes machen lassen für diese Bit-Emotes-Dinger. Da gibt es neue Emote-Slots, wenn man Bits macht und da manche von euch ja ab und zu mal Bits reinschmeißen, habe ich gedacht, ich bin auch ein netter Mensch und mache da endlich mal Emotes hin. Die sind jetzt da und sind freigeschaltet. Yay, das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, seit Januar war es freigeschaltet. Ich entschuldige mich dafür. Ich war irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt. So, und jetzt nochmal an Kardamul und Zweig. Vielen lieben Dank für den Resub, beziehungsweise den Sub, wenn ich es richtig sehe. Dankeschön. Ganz viel Spaß mit den Emotes. Und jetzt nehme ich mal nochmal einen leckeren Schluck Mate und dann können wir, glaube ich, langsam anfangen. So, also, wir hatten was gebaut. Jetzt schauen wir mal, in welchem Zustand wir das gespeichert haben.
Die Idee war ja, oder was in meinem Kopf hängen geblieben ist, dass wir eigentlich das Ding durchziehen mit der Idee, eine Moonrettung zu fliegen und dieses Modul dann später an die Raumstation anzubauen. So, ich hoffe, ich habe das unter Moonrettung auch tatsächlich gespeichert. Mein angepasstes Konzept? Ja, mein angepasstes Konzept ist da. Also die Überlegung wäre quasi, das ein bisschen neu zu machen und zu sagen, das wird nachher dann weggesprengt. Das hier bringen wir an die Raumstation hoch, auf dem Rückweg und müssen uns dann halt noch darum kümmern, diese Kerbals natürlich wieder zurückzubringen. Das hat hier einen Construction Port, um dann fest verbaut zu werden. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Wir hätten damit vier Leute hier vorne, die fliegen können, also drei Leute, die wir noch mit reinnehmen können. Hier passen zwei rein, hier passen vier rein. Damit können wir insgesamt neun Leute nochmal abholen. Und ich glaube, das war so relativ exakt auch die Zahl, die wir abholen müssen. Und danach bringen wir das Ganze halt nicht in eine Landung, weil dann sparen wir uns halt erstmal dieses ganze Hitzeschild und Gedöns, sondern bringen das hoch in die Raumstation oder an die Raumstation als eine Erweiterung dafür. Also an die Körbenraumstation. Und docken das dort an. Soweit der Plan. Dieser Plan ist soweit gediehen, dass ich mich entschieden habe, welchen Plan ich durchziehe. Das heißt, wir müssen das jetzt alles auch nochmal uns ein bisschen genauer angucken, ob das so funktioniert und wie das so funktioniert. Und dann gucken, dass wir es durchgezogen bekommen. Also, das Ganze um den Moon herum hat 2039 Meter pro Sekunde. 1200 brauche ich für die Landung und den Start wieder. Wenn ich davon ein bisschen was abgekratzt bekomme, das wäre auch ganz gut. Okay, das heißt, ich müsste eigentlich einen Großteil der Landung mit einer anderen Stufe machen. Zur Kenntnis genommen. Entschuldigung. Zack, 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 zack. 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 So. Das heißt, jetzt schauen wir mal. Wir fliegen los mit dieser Stage. Ich guck mal, wo wir es hinter uns gelassen haben und wie viel man damit jetzt schon machen kann und wie viel wir noch bauen müssen. Was hier übrigens noch nicht bedacht ist, ist natürlich der Part, wo wir dann gleich noch die Typen angedockt bekommen, ne? Da müssen wir uns auch gleich noch was einfallen lassen. Okay, machen wir, lass uns vorne anfangen. Lass uns vorne anfangen mit, wir fliegen mit der Kiste irgendwo hin. So, die Kiste startet von Kerbin auf dem Sea Level mit 1,53er Thrust Weight. Ist sie da auch gut für eingestellt, hat dann 1600 Meter pro Sekunde. Wenn wir dann nochmal die 400 draufrechnen, haben wir 2000. Wenn wir hier nochmal das draufrechnen, haben wir 4400. Das ist schon mal Kerbin Eject plus der Flug zum Moon. War halt auch relativ knapp, ne? Relativ knapp. Ich überlege gerade, nehmen wir Flüssigbooster mit raus? Brady, vielen lieben Dank für den Resub und danke auch für die nachträglichen Glückwünsche. Jedes Leben zählt. Genau, deshalb arbeiten wir hier hart dran, dass das dabei bleibt. So, die kleinen Booster habe ich ja hier, ne? Die kleinen Cybertrons, ja. Machen wir.
Machen wir die teuren Dinge mit Flüssigboostern. Variante. Sehr teuer. Mit dem Skipper eigentlich zurechtkommen, oder? Reichen uns die Skipper? Wenn wir die gemeinsam zünden. Kerbin Sea Level. Zack. 1,26. Na gut, aber es entwickelt sich dann, ne? Relativ schnell. So, und jetzt machen wir noch die Fuel Pipe ran und gucken mal, wie das dann aussieht. So, jetzt haben wir das. Dann hätten wir. Wir fliegen dann weiter hoch. Wenn wir uns disconnecten, sind wir schon eher so im Vakuumbereich angekommen. Haben wir 1,42. Wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, sind wir eher bei 2, 3000, 3200. Ja, jetzt kommen wir in einen Bereich, wo mir das sehr gefällt. Das haut prinzipiell hin. Jetzt müssen wir nur noch die Separation ein bisschen sicherstellen. Din, din, din. Ja, Teufel, dann alles Gute nachträglich. Auch dir. Und ich kenne da noch jemanden hier im Kanal. Ich kenne da noch jemanden. Aber das wäre ja crazy, wenn schon drei von uns am gleichen Tag Geburtstag gehabt hätten. So, ich muss mal weiter Raketen bauen. Zack. Boah. So. Oh Gott. Man nennt mich auch Mr. Subtil. Also niemand nennt mich Mr. Subtil, um das nochmal klarzustellen. Zack, 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 zack. Und Streamer bannen. Also aus deinem Channel kannst du mich bannen. Auf jeden Fall. So, 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 so. Auch dir natürlich nachträglich alles Gute. So, also wir gucken mal, dass wir hier die Stage Sap ein bisschen unterstützt kriegen. Wir machen das tatsächlich mit einem kurzen, schnellen Burn von den kleinen Booster-Dingern. So, die sind auf beiden Seiten jetzt drin. Richtig, richtig, richtig. So, dann autostrutten wir das auf jeden Fall noch, dass das hier nicht so das Flattern anfängt. Und ich bin am Überlegen, ob ich es noch richtig strutte. Und ich glaube, ich werde das tatsächlich tun. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass das hier nicht in Vibrationen gerät. Strutte ich das mal tatsächlich fest, weil ich habe manchmal so mit Außenboostern echt unangenehme Erfahrungen gemacht. Und das will ja keiner. Also ich möchte das zumindest nicht. So, dafür kann ich das. Das sei dir gegönnt. So, das haben wir. Dann brauchen wir noch einmal Rubenzwee, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kerbonauten. Dann brauchen wir die hier noch. Das ist alles richtig. Die hier gehen jetzt mit in die Stitch-Sap rein.
dass wir da sauber uns von den seitlichen Boostern trennen und die losbekommen. So, dann sind wir bei Sea-Level 1,25. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, mal gucken, ist das alles schon gestruttet? Nee. Rootpart strutten. Das ist schon gestruttet zum Rootpart. So, so weit, so schlecht. Fairing müssen wir noch irgendwie drumrum bauen. Kriegen wir das hier noch platziert? Nö. Das reicht uns nicht. Dann müssen wir tatsächlich ein bisschen mehr Abstand gehen. So. Fairing muss noch ran. Das war ein bisschen zu optimistisch. Ja, das sieht gut aus. Hallo. But why? Jetzt. Keine Ahnung, was er da wollte. Hä? Irgendwie ist mein Fairing heute nicht nett zu mir. Wupp. Schwupp. So. Hast genug Fallschirme dran. Das Ding soll ja nicht landen. Von daher habe ich da gar keinen Fallschirm dran. Und ich hoffe, dass das genug sind. Also ja, ich habe genug Fallschirme dran. Nämlich keine. Activation toggles your pitch roll aus. Das ist ja nur zum Andocken einmal. Das Ding hat Monoprop. Das hat nochmal Monoprop. 100 Monoprop ist mehr als genug. So, dann können wir nämlich auf der Stage hier schon relativ gut landen. Wahrscheinlich. Nee, ich habe den Atlas-Start habe ich leider nicht mitverfolgt. Ich habe gesehen, dass er heute ist. Aber ich habe mich heute vielleicht etwas in Stellaris verloren. Fritzelkopf, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kronauten. So, das Ding hat Konfetti-Deploy, ja. So, also jetzt lasst uns nochmal durchgehen. Wir haben Solarpanels dran. Wir haben RCS dran. Leiter sparen wir uns heute mal. Den Rover würde ich wahrscheinlich separat machen, um die Touris abzuholen. Dass wir den quasi anlanden als automatisiertes Fahrzeug, das dann übernommen wird. Das war so meine Überlegung dahinter, dass wir die Touris dann einfach damit aus der Rakete rausholen. Wie gesagt, würde ich ein zweites Fahrzeug draus machen gleich. Oder eine zweite Raumfähre. So, jetzt lass uns nochmal gucken. Also wir haben hier drei Sitzplätze nachher frei. Wir haben hier zwei, wir haben hier vier. Macht für mich summa summarum 9 Sitzplätze. Jetzt prüfen wir mal, ob das so alles seine Richtigkeit hat. Jetzt prüfen wir mal, ob das so seine Richtigkeit hat. Da müssten nämlich nicht mehr als 9 Kerbals noch auf dem Moon rumhocken. Sonst haben wir ein Problem. Dann reicht das nämlich nicht. Ich glaube, es waren weniger. Es waren, glaube ich, 8 oder 9. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht in diesem Falle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind es noch. Hervorragend. Das passt also. Wir haben insgesamt 10 Sitzplätze. Wir nehmen einen Piloten mit. Sollte ich noch. Also wir haben sogar noch einen Pufferplatz. Einen Platz, Puffer, Sitzplatz frei. Ken, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kronauten. Gut, dann starten wir das jetzt erstmal in den Orbit Richtung Moon. Und kümmern uns dann um den Rover. Free Week Stellaris oder normales Stellaris? Normales Stellaris. Ich habe Stellaris schon sehr, sehr lange. Aber zufällig genau am Free-Wochenende drüber gestolpert, das mal zu spielen. Oder mal wieder zu spielen. Und ein bisschen Zeit verzockt übers Wochenende. Das war gut.
Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Gut, dann lasst uns noch mal gucken, ob es irgendwas gibt auf dem Weg dahin. Bla bla bla, nee. Nein, Major, hast du auch Stellaris gespielt? An diesem Wochenende? Unverhältnismäßig viel? Eventuell im Multiplayer? Oh ja, mein Gemoser war fürchterlich. Oh, war mein Gemoser fürchterlich. Das stimmt. Damit hast du recht. Was? Was? Die Rauschunterdrückung hat gerade eingegriffen. Ich weiß gar nicht, was da los ist. So, wir brauchen einen Piloten. Das wird jemand von euch machen müssen. Ich fange mal von unten an. Ja gut. Von euch ist exakt der Antrax da. Die anderen sind noch auf Mission. Das heißt, wir werden Antrax nehmen. Der wird diese Rakete fliegen. Der war ja schon mal beteiligt, glaube ich. Ich glaube, Antrax war der Erste, der eine Moon-Rettungsmission geflogen hat. Wie viel Delta V empfehle ich, um von der Duna-Oberfläche in den Orbit zu kommen? Ich gucke mal auf meine weiße Delta V-Map. Ich empfehle dir 1450 Delta V. Wenn du noch nicht so gut bist, nimm gerne 1500. Wenn du schon recht gut fliegst, reichen wahrscheinlich auch 1300 aus. So, also Antrax begibt sich mal wieder in Lebensgefahr. Alle Triebwerke zünden. Zack, zack, zack. Abtrennung, Fairing. Nächstes Triebwerk. Nächstes Triebwerk. Blödsinnskram, Blödsinnskram. Okay. Dann fliegen wir los. Heute sind wir mal sehr schnell zum ersten Raketenstart gekommen, muss ich sagen. Unter einer halben Stunde. Und moin Almtrudler, moin Lord Morpheus, moin Light, moin Ludus Artifex und natürlich auch ganz herzlich willkommen an alle, die zwischendurch im Chat reingerutscht sind und denen ich jetzt nicht persönlich Hallo gesagt habe. Trotzdem freue ich mich natürlich, dass ihr hier seid. So, und wir fliegen jetzt, also vielleicht für die, die nicht ganz vom Anfang mit dabei waren, wir fliegen jetzt die Rakete, die den Rest unserer Verschollenen auf dem Moon abholen soll. Das sind drei Touris und fünf Kerbel oder Kerbonauten noch. Kerbonaut-Innen. Kerbonaut-Sternchen-Innen. Oh, ich habe es immer noch nicht umgestellt, dass ich auf Vollschub bin. So, die Rakete ist natürlich ungetestet. Das heißt, es kann eigentlich fast nichts passieren. Und es sind auch keine Fallschirme dran, um notfalls irgendwas zu retten. Also von daher hoffen wir das Beste für Antrax. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Auf geht's und Mopsi, ich denke, mit Mopsi ist das richtig gelesen. Vielen lieben Dank für deinen Resub im zweiten Monat und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Los geht's. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Ist nicht direkt beim Start explodiert. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen, dass Raketen in Ordnung sind. Also, ein erstes großes Qualitätsmerkmal von Raketen ist es, wenn sie beim Start nicht sofort explodieren. Zweites großes Qualitätsmerkmal ist, wenn sie es unterwegs dann auch nicht tun. Drittes, wenn der Wiedereintritt dann auch noch funktioniert, aber man darf halt an irgendeinem Punkt auch nicht zu kleinlich sein gegenüber den Herstellern solcher Fahrzeuge. Ja, ein bisschen wolkig heute. Und ich glaube, es ist auch gerade Ich würde auf Sonnenuntergang tippen, ehrlich gesagt. Wir werden sehen. So, ich lasse die Booster jetzt mal voll aufgedreht, weil wir sind mit relativ wenig Schub gestartet. Das sollte eigentlich okayisch sein, dass wir die voll durchbrennen. Da ist die Sonne wieder.
So, Booster Sap. In wenigen Sekunden. So mittel. Aber es hat gereicht für unsere Zwecke. Okay, ich nehme die Rakete jetzt flach runter. Was macht hier so komische Geräusche? Echt, so lange sind die Dinger noch gelaufen? Nee. Verrückt. So, 5 Grad Neigung sollten uns erstmal ausreichen. Ja, ich denke, wir werden uns mit der Stage fast komplett in den Orbit begeben können. Hier ist auch okayisch. Almtruder, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Ronauten. So. Noch ein bisschen flacher. So, das sind so die letzten Meter pro Sekunde, die wir rausschießen aus dieser Stage. Sehr schön. Und dann können wir uns schon mal vom Fairing verabschieden. Wir sind noch nicht ganz im Weltall angekommen. Ich mach mal ein bisschen Licht an, dann sehen wir schon mal, was hier passiert. Wir müssten auch die Solarpaneele eigentlich schon safe ausfahren können auf der Höhe. Dann haben wir schon mal ein bisschen wieder Aufladung dabei. So, und ich gehe jetzt auf die nächste Stage. Uns fehlt nicht mehr viel für den Orbit, aber das sollten wir noch langsam ranarbeiten. Solange wir noch diesen großen Luxus haben. Dass wir so viel Zeit bis zur Apoapsis haben, können wir mit relativ wenig Schub arbeiten. Ja, wir müssen so auf 2200 Meter pro Sekunde rauf. Sieht alles ganz gut aus. Also, wir werden den Burn raus an den Moon schaffen. Wir werden den Orbit am Moon mit der Stage noch schaffen. Und wir werden einen Großteil der Landung wahrscheinlich auch mit dieser Stage fliegen. Also wahrscheinlich verschwende ich sogar ein bisschen Sprit. Das ist aber nicht schlimm. So, lala. Ich denke mal, das sieht eigentlich schon sehr nach Orbit aus insgesamt, oder? Ja. Na, guck mal, wir kommen auch an der Khmer 2 gerade vorbei. Guck mal, winken die ist irgendwo. Da über uns. Irgendwo. Da wird gerade nicht angezeigt. So, wir ziehen jetzt mal den Schub ein bisschen höher. Um unseren Orbit hier zu vervollständigen. Wir sind nämlich noch ein bisschen tief. Ich würde gerne so auf, ich sag mal, 80 Kilometer hinauf. Und das schaffen wir eigentlich ganz gut. Denke ich mal. Jupp. So, Orbit ist fast vollständig. Den Rest coasten wir jetzt noch ein Stück. Und dann gucken wir mal, wo, wann und wie unser Exit zum Moon stattfindet. Oh, es ist fast ein Orbit rum. Wir müssen, glaube ich, nicht ganz so brutal fliegen diesmal, weil unsere gestrandeten
ganz gut Vorräte haben. Gucken, wie weit wir hier rankommen. Das sieht doch schön aus. So, 850 Meter pro Sekunde sind wir an einem Tag auch da und ein Tag sollte auch für unsere Zwecke völlig ausreichen. Ja, die haben 5 Tage Supplies, die haben 2 Tage Strom. Alles ist super. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Wir bringen uns jetzt noch in den Orbit und dann bringen wir uns noch in den Transmuna Inject und dann werden wir den Rover bauen. Hoffe ich zumindest, dass wir den dann bauen. Erfolgreich meine ich. Also bauen werden wir irgendwas. Ob das dann funktioniert, ist ja, steht ja immer noch mal auf einem anderen Blatt, ne? Wenigstens ist kein Flugzeug, also bin ich relativ unbesorgt, dass ich das halbwegs hinbekomme. Halbwegs. So, wir fliegen jetzt hier gleich erstmal, ja, den werde ich gleich nochmal neu planen müssen, fällt mir gerade auf. Ich mache ja nochmal ein Manöver. Das ist dann natürlich nicht besonders smart, weil sich das ja verschieben wird. Meine Position. Deshalb planen wir das dann gleich nochmal neu. Aber das hier ist nur noch ein sehr, sehr kurzer Schub. Und da kriegen wir auch nochmal ein bisschen was zurück von Massive Scale Launches. Und dann haben wir einen ungefähr runden Orbit. So, und jetzt machen wir das hier nochmal ordentlich. Nächsten Sonntag Rover-Rettung. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, dass es so weit nicht kommt. Aber wir werden sehen. Entschuldigung. Also ich muss ein bisschen zurück. 850 bin ich eben geflogen. Ich will mal mit 850 probieren. Ob wir den gut platziert kriegen. Okay, hier ist jetzt die andere Kapsel im Anflug. Der Orbit ist gerade aufgetaucht. So, jetzt wollen wir ihn wieder auf so 15 bis 20 Kilometer. Ja, passt. Okay. Sehr schön. Dann Prograde und Time Warp. Wir haben noch 5 Stunden 30, bis die eine Kapsel zurückkommt und dann noch mal eine halbe Stunde später kommt die nächste. Also da kommen jetzt 2 Kapseln kurz nacheinander vom Moon zurück. Da sind die ersten Fuhren Kerbals drin. Oder eigentlich ist die zweite und dritte Fuhre. Die erste Fuhre hatte Anthrax zurückgebracht. Die sind schon gelandet, sicher. Bin also ganz zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Jetzt müssen wir halt gucken, dass Anthrax dann gleich noch einen vernünftigen Rover zur Unterstützung kriegt. Für dieses heldenhafte Touri-Manöver, weil die Touristen halt nicht aussteigen und irgendwo hinfliegen können. Die verhalten sich halt sehr touristisch. Die wollen halt gerne kutschiert werden. Und das gönnen wir ihnen natürlich auch. Was macht die Köbel-Alarmglocke? Die sagt mir, da kann ich Dinge einplanen. Also im Prinzip ist es ein Wecker, der mir, bevor was passiert, Bescheid sagt und mich auch eine Minute vorher aus dem Time Warp rauszieht.
und mich einfach daran erinnert, dass ich da noch was zu tun habe, weil ich halt teilweise sehr viele pa Missionen parallel fliege. Also wie du jetzt hier gerade siehst, wir fliegen zum Moon raus, es kommen zwei Kapseln vom Moon zurück. Parallel beobachten wir die Transferfenster, wann die nächsten sind. Also das ist... das ist so ein bisschen mein Überblick, mein zeitlicher. Und das ist das Astronomers Visual Pack, ja. Du kannst dir aber das Modpack auch jederzeit angucken, indem du einfach Ausrufezeichen Seacan eingibst. Dann kriegst du einen Download-Link mit einer Seacan-Datei. Die kannst du natürlich auch mit dem Editor öffnen und da stehen alle Mods drin, die ich verwende in diesem Setup. Und man kann die natürlich auch jederzeit gerne sich selber installieren. Juti, ich glaube, wir sind gut auf Kurs, was das angeht. Und dann haben wir so in 4 Stunden ein bisschen unseren Moon-Encounter und dann in einem Tag unsere Periapsis, wo wir reinbremsen. Schön, dass ich mal wieder da bin. Oder hatte ich dich verpasst? Ich war letzte Woche auch schon da. Letztes Wochenende. Ich glaube, das ist jetzt mein 4. Stream, seit die Streampause vorbei ist. Ich glaube, ja. Zweimal Colonization, einmal Tutorial, glaube ich. Sehr schön. Ein Stück noch. Der Time Warp überschießt aber auch recht häufig oder mache ich was falsch. Ich hatte das früher mal, ich hatte das sehr lange nicht, dass Time Warps überschießen. Zumindest nicht, die man auf irgendeinen Punkt setzt. Also kann ich so nicht sagen. Heute ist das dritte Mal HKK. Genau, also im Mai quasi. Der dritte Mai HKK-Termin. Ich glaube ja, so ist es. So ist es irgendwie sowas ähnliches wie ein deutscher Satz. So, jetzt machen wir mal ganz vorsichtig hier. Ein bisschen weniger vorsichtig. Und Ladepause, um die Spannung noch mal zu erhöhen. 14,1 ist auch okay. Gut. Sehr schön. Guck mal, haben wir noch 1331 Meter pro Sekunde. Ich konsultiere mein schlaues Blatt. Einbremsen in den niedrigen Moon Orbit wird uns ca. 310 kosten. Da sind wir noch bei, ich sag mal, großzügig 1000. Und die Landung wird uns ca. 600 kosten. Wenn ich ein bisschen rumfrickel, vielleicht 700. Das heißt, wir haben 300 Meter pro Sekunde Delta-V-Budget in dieser Stage gerade Überschuss letzten Endes. Das ist gut. So, und wir gehen jetzt erstmal zurück und bauen uns einen. Na, das war nicht so gut. Ich muss noch mal was nachgucken. Bist um die Erkenntnis reicher geworden, woher meine Docking-Musik kam. Woher kam die denn deiner Meinung nach? Ich bin mal gespannt. Meiner Meinung nach kam die aus dem Film 2001. Odyssee im Weltraum. Ich glaube, du beziehst dich auf Elite. Genau. Ja, mein Bezug ist allerdings nicht Elite gewesen, sondern tatsächlich der Film. Aber viel Spaß mit Elite. Ist auch ein tolles Spiel. So. Was ich nämlich noch nachgucken wollte, ist, ob unsere Landeshalt eigentlich eine Funkverbindung nach Körben hat. Wenn sie das nämlich nicht hat, haben wir ein Problem für den autonomen Rover. Deshalb muss ich das einmal, oder für die Rakete des autonomen Rovers. Landed at the Moon. Das sieht aber ganz gut aus, dass das funktionieren
könnte. Eieiei. Na, so halb, ne? Wir haben da aber ein gutes Relay stehen im Moment, der sich schön langsam auch mitbewegt. Das müsste funktionieren. Okay. Also das Relay ist relativ stabil. Das gute Deep Space Network. Okay, das haut hin. Das haut hin. Genau. Patsch, sag mal Bescheid, wenn du am Beagle Point bist. Am besten mit einem Schiff, wo ich mit einsteigen kann. Ich würde dann den Rückflug bei dir buchen. Hol mich mal bitte mit so einer Beluga oder sowas ab, oder wie die heißt. Hier dieser Touristenbus. Ich lasse mein Schiff dann einfach auf Beagle Point stehen. So, dann kannst du mich zurückfliegen. Rover bauen. Also, die Theorie dahinter ist, dass wir die Touris aus dem Ding rausbekommen müssen mit einer direkten Docking-Port-Verbindung. Und dann möchte ich sie gerne rüberfahren. Da gäbe es sicherlich auch andere Möglichkeiten. Ich hätte zum Beispiel jetzt einfach an die Rakete so einen ausfahrbaren Rüssel anbauen können und wir landen danach daneben, bla bla bla. Ich würde es aber gern stilvoll machen. Deshalb machen wir die Rover-Variante. So, und da gehen meine Probleme dann halt auch schon los. Und wir schauen mal. Also, das allererste für sowas, was man bei sowas baut, ist natürlich ein Skycrane. Ich mache es tatsächlich diesmal in dieser Reihenfolge, dass ich damit anfange. Wir nennen das den Moon Rover, weil ich ziemlich unkreativ bin. Moon Rettungsrover. Damit wir ihn nicht mit einem Standard Moon Rover vergleichen oder verwechseln. So, das Ganze besteht erstmal prinzipiell aus einem Probecore. Schön. So. Der bekommt eine Batterie. Und der bekommt ein Reaction Wheel. Das sind erstmal so die Basics, würde ich sagen. Damit wir arbeiten können. Und dann bekommt er wahrscheinlich noch irgendeine Form von Tank. Da müssen wir nur mal gucken. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Sorry, vielen lieben Dank für den Sub oder Resub im vierten Monat. Dankeschön. Weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Ich mache jetzt erstmal irgendwas dazwischen. Das ist auch völlig egal für den Anfang. Ja, wird irgendwie ausreichen müssen. So, bla bla bla. Habe ich schon das Skytrain-Triebwerk? Habe ich noch nicht. Können wir. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag, den Skycrane zu kaufen. So. Aha, den zeigt er mir jetzt nicht an, weil er mich hasst oder irgendwie so. Wegen eingefahrenes Triebwerk. So. Und jetzt kommt hier unten ran mein Gefährt. Mein Gefährt wird angedockt mit. Angedockt mit einem kleinen Docking Port Junior diesmal. Bup. Hallo, lieber Herr Krampfgarten. Ich warte mit Absicht immer ein bisschen, wenn die Raids reinkommen mittlerweile. Ich habe nämlich selber sehr schmerzhaft lernen müssen, dass man manchmal erstmal ein bisschen warten muss, bis die Leute auftauchen, weil ich manchmal auch ein bisschen warten muss, bis ich selber auftauche, wenn ich den nicht vorher geöffnet habe, den Kanal. Lieber Krampfgarten, vielen lieben Dank für den Raid mit 20 Leuten. Liebe Mods, bitte mal einen Shoutout für den lieben Krampfgarten. Ich weiß nicht, was du heute gespielt hast. Was hast du heute Schönes gespielt? Ich darf euch vorstellen, den lieben Herrn Krampfgarn. Die meisten von ihn kennen, von euch kennen ihn so rum. Der liebe Mann spielt auch öfter mal Kerbal Space Program. Aber ich habe ihn kennengelernt als Mr. Factorio. Ich glaube mittlerweile auch ab und zu mal Mr. Satisfactory und wahrscheinlich noch viele andere Sachen, die ich gar nicht mitbekomme. Auch heute gab es Satisfactory sogar. Genau, also schaut bei einem guten Mann mal vorbei. Und Factorio ist übrigens auch ein super geiles Spiel, das ihr euch unbedingt mal geben solltet, wenn ihr es noch nicht kennt. Macht auch eine Menge Spaß. Dieser ganze Automatisierungskram. Automatisierungskram. So sieht es nämlich aus. Genau, und da würde ich sagen,
Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, um zu sagen, der Herr Krampfgarten ist im deutschsprachigen Bereich dann für Stardust Factory, für Factorio, gerade auch mit seinen YouTube-Videos. So ein bisschen wie ich für Kerbal Space Program. Also da könnt ihr euch auch ein paar Sachen nämlich angucken und lernen. Auf jeden Fall mal vorbeigucken. Vielen Dank für deinen Raid und schön, dass du hier bist. Wir müssen wieder was zusammenspielen. So, Reda. Also, während ich geredet habe, habe ich heimlich die Länderkenne angebaut, die MK2, und habe die auf die Rover-Variante umgestellt, die es ja da mittlerweile gibt. Dann haben wir da nämlich schon mal 11 Fahrzeug. So, 11 Fahrzeug kann dann gefahren werden und kann einen Turi mit jeder Tour rüberbringen. Das ist auch schon mal eine gute Maßnahme. Das ist wie gesagt die Variante der MK2 Ländercan. Genau, das geht seit, wann haben sie das reingepatcht? Kam das in 1.8? Ne, ich glaube, das ist sogar schon 1.7 gewesen, oder? Ich glaube, das ist sogar schon 1.7 gewesen. Auf jeden Fall ein sehr cooles Feature, dass man jetzt hier so eine Rover-Basis hat, mit der man arbeiten kann. Für den ganzen Spaß brauchen wir natürlich auch noch Räder. Und ich würde tatsächlich mal gucken, ob wir größentechnisch mit denen hier arbeiten können, weil ich die wirklich mittlerweile sehr, sehr mag dafür. Wo landet da das zweite Rad, wenn ich es hier hinbaue? Natürlich, ich hätte gern diesen Modus. Muss 1.7 gewesen sein. Okay. Wollte ich mal einklappen, um ein bisschen besseren Referenzpunkt zu sehen. Ja, so geht das halt nicht. Ja, lass es dir schmecken. Ich kenne das. Nach einem langen Stream will man auch erstmal vom Rechner weg. Von daher, hau rein. Ist was Schönes. Kümmere dich um dich. Und schön, dass du vorbeigekommen bist. Vielleicht bis später. Und wenn nicht, einen schönen Abend dir. So. Die originalgetreuen sehr hart gefederten Super Moon Räder. Jetzt habe ich irgendeinen Knopf gedrückt, den ich nicht drücken wollte. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Start Extended. Start Extended. Jetzt nehmen wir das mal nach unten. Ich nehme mal kurz den Boden als Referenz, dass wir hier nicht irgendwie einen Lowrider bauen. Das wäre ein bisschen peinlich. Das sieht ganz gut aus. Fast auf der gleichen Höhe. Ganz winzigen Mühe nach oben müssen die hier noch. Ja. Mein Rover sieht wie ein Insekt aus. Noch sieht er nach gar nichts aus. Der ist noch nicht mal fertig. Crazy. Noch nicht mehr fertig. Grau oder Orange? Ich glaube, ich bleibe bei Orange. Orange hat irgendwie was in dem Falle. Chuchu. Haben wir irgendwelche komischen Aufgaben? Ne. Alles ist gut. Also ich muss hier nicht irgendwelche komischen Arme oder so ranbauen. Aber was wir auf jeden Fall ranbauen werden an diese ganze Geschichte. Jetzt haben wir das ja verifiziert. So. So, und jetzt fangen wir mal an dem Ding zu arbeiten. Also eine Sache, die ich da auf jeden Fall noch ran möchte, ran bekommen möchte, ist ausreichend Strom. Und ich würde den Strom tatsächlich, mache ich den unten drunter, ist halt ein bisschen gefährlich, ne? Das
Ding hat halt auch Monopropellant. Wir könnten natürlich einfach sagen. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Kann die mit Monopropellant laufen? Nee, ne? Nee, kann sie nicht. Okay, das funktioniert nicht. Zersiedler, vielen lieben Dank für den Resub im 21. Monat mittlerweile auch schon. Dankeschön, weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Dann machen wir das doch batteriegetrieben. 2,2 km. Wie viel Platz ist da noch? Geht schon, ne? Strom bringst du mit 1000. Das ist okay. So. Dann ein bisschen Solar. Ein bisschen Solar. So, wenn dann irgendwann mal wieder die Sonne scheint, kriegen wir zumindest ein bisschen was ab. Ich werde die so ganz leicht anstellen, dass ich ihn quasi in einer Parkposition nutzen kann. Wenn er dann mit der Front in Richtung Sonne schaut, weil die wird ja erstmal sehr flach sein, wenn sie aufgeht jetzt auf dem Moon. Es ist nicht mehr lange hin. Vielleicht ist es sogar schon so weit, wenn wir da sind. So. Und diesmal würde ich mit denen hier ein bisschen anders arbeiten. Und zwar, damit sie unser Solar nicht blockieren. Würde ich die so ein bisschen seitlich setzen tatsächlich. So, und jetzt müssen wir sie mal einschalten und uns das unten auf dem Boden angucken, wie die Auswirkungen davon sind. Kann ich das auf Fuel umstellen? Nee. Ich glaube nicht. So, ist auch egal. Also, das Monopropellant kann da ruhig drin sein. So, wie sieht das aus? Sieht gar nicht so schlecht aus. Ist ein bisschen was Fernlichtartiges, ne? Sehr gut. Guck mal, so haben wir schön Licht beim Fahren. Das sieht gut aus. So, dann kommen wir zum Thema Antenne. Da würde ich, glaube ich, einen alten Klassiker als Setup nehmen wollen. Nämlich das gute Fuchsschwanz-Setup. Was für ein Manta gut genug ist, ist für unseren Rover auch gut genug. Und zwar so. Ah, los. Prinzip ja, aber doch irgendwie nein. So, ein bisschen nach außen noch. Eigentlich so ein bisschen innen. So. Guck, dann haben wir hinten so schön zwei Antennen, die wir ausfahren können.
Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Sehr schön. So, und jetzt kommt der Part, wo wir mal gucken müssen, wie bringen wir die Kabine des Rovers zusammen mit unserem anderen Gerät. Dafür hätte ich folgende Idee. Wer war das Inflatable Airlock? Das ist hier auch irgendwo mit drin, oder? Ja. Das Inflatable Airlock, meiner Meinung nach, geht ja an den Junior Docking Port ran, oder? Ist das ein Junior oder ist das ein normaler? Ich glaube, er dockt mit einem Junior. Weil ein normaler ist ja viel zu groß, oder? Steht das irgendwie dabei? Oder wir nehmen natürlich die Kirby Trail Flexo Tube. Ah, die wäre natürlich auch super, ne? Das Problem ist, glaube ich, ein bisschen. Jetzt müssen wir mal gucken, größentechnisch. Das könnte halt auch der sein, ne? Das könnte halt auch der sein. Also das Ding haben wir ja eh oben. Passt auf, lass uns Folgendes tun. Wo sind denn meine Schränke? Hier. Wir nehmen den großen Storage Locker mit. Den bauen wir auf die eine Seite ran. Für unser Arbeitsgerät. So, in den Storage Locker kommen Dinge mit rein. Und zwar aus Safety Reasons kommt da auf jeden Fall ein Werkzeug mit rein. Und ich hoffe, ein Junior Docking Port. So. Achso, shit, ich wollte nur einen davon. Excusez-moi. Einer reicht. So, dann haben wir schon mal einen kleinen Dockingport. Ist halt die Frage, was wir machen. Machen wir hier? Ist der Kirby Trail? Kriegen wir da einen Kirby Trail rein? Das wäre natürlich die große Frage. Kirby Trail. Nicht mal ansatzweise. Wie sieht es mit Duna aus? Ja, Duna war relativ erfolgreich im Sinne von unbekörbelte Mission. Bei Eve struggle ich noch ein bisschen. Ciao Brady und guten Hunger. Großer Docking Port. Passt noch mit rein. Ne, war das jetzt nochmal ein Junior? Ja. Großer Docking Port passt nicht mehr mit rein. Der ist ein bisschen groß, ne? Wo es eigentlich ganz cool aussieht, ne? Aber da hacke ich mir in die Räder rein. An sich ganz cool, aber ich hack mir halt in die Räder rein. Kriege ich den Inflatable da noch dazu?
So, ist das? Wir machen das jetzt mal so. Ne, wir machen das nicht so. Wir machen das so mit dem hier. Kriege ich das hier sauber ran? Holy fuck. Das ist aber geschmeidig knapp, wa? Kriege ich das so hingebaut, dass der nicht klippt? Ich glaube, die Antwort ist safe nein. Ich mache das mal kurz als Subassembly weg. Skycrane. Nö, Skycrane. So. Also, wenn das da mein Rover ist. So, jetzt werden wir hier mal verschiedene Ideen anbauen. So, hier reinkommt Inventory. Einen Junior noch. Und an die Seite bauen wir einfach der Vollständigkeit halber noch einen Flexo-Tube rein. So. So, jetzt setzen wir hier zwei Peebles rein. Ingenieur ist wichtig. Jetzt fahren wir den mal kurz ein paar Meter zur Seite und dann hauen wir einfach einen zweiten Rover raus, der ein bisschen anders konfiguriert ist. Und probieren das mal. Mal gucken, was passiert. Ich bin sehr gespannt, die Kerbels wahrscheinlich auch, dass wir das einmal testen. Hey, Hugo holt sich einen eigenen Kerbel im Spiel. Alles klar. Ich muss demnächst mal wieder ein Batch machen. Komme ich wohl nicht drum rum. Irgendwie. Genau, wir sollten halt hier sicherstellen, dass das mit dem Andocken untereinander funktioniert. Also, dass wir alles mit dabei haben. Dass das hinhaut. Und wir können das gerne auch im Dunkeln testen. Das müsste nämlich gerade... Ah, ist es noch Nacht im KSC? Ja, ist es sogar. Sehr gut, dann sehen wir auch ein bisschen, wie lange unser Electric Charge mit der Nummer aushält. Okay, lenken passt schon mal. Hier müssen wir noch gucken, dass wir Steering disablen hinten. Und Motor auch. So, dann haben wir einen reinen Frontachsenantrieb. Ich fahre mal vom Landingpad runter. Dafür werden hier vorne die Brakes runtergezogen, damit wir keinen Stunt hinlegen. Also wir bremsen hinten. Das sieht gut aus. So, wir fahren jetzt mal ein paar Meter zur Seite. So fährt sich auch relativ smooth, zumindest hier auf Kerbin. Gibt jetzt auch nicht instant oder so. Und ich würde sagen, wenden nochmal. Und Licht aus, Bremse an. So, erster Rover steht. Space Center. Jetzt holen wir uns einen in der Konfiguration, wie ich ihn eigentlich fahren würde. Dann, nee, nicht wie ich ihn eigentlich fahren würde,
Aber dann ist ja beides so ein bisschen. Ist einmal Docking-Testobjekt und einmal. Nee, das wird jetzt mein reines Docking-Ziel. Ja, doch. Ich glaube, ich weiß, wie ich den baue. Schönen guten Abend, Klims. Grüß dich. So, den machen wir jetzt im Prinzip als eine Docking-Test-Variante. Der stellt so ein bisschen das andere Teil dar. Also, ich hätte gerne eigentlich einfach gesagt, das hier plus, wenn es geht. Ah, das geht natürlich nicht so. Aber eventuell. Ja, eventuell können wir die so anbauen. Genau. Jo, so machen wir das. So. So. Dann haben wir im Prinzip alle. Wir haben diesen Container mit dabei und wir haben diese Container und wir haben die, glaube ich, auch in Stellen entblößt mit diesem Endstück hier. Und da setzen wir jetzt einfach irgendwelche Peoples rein, die auch mal an die frische Luft wollen. 1, 2, 3, 4, 17. Oh, wow. Die werden das richtig hassen. So. Wir müssen auch noch einen Probecore drauf machen, dass wir sie auch kontrollieren können. Ja, und wir müssen ihnen Strom geben, sonst drehen die völlig durch, wenn wir denen nicht die Habitation einschalten. Die machen mir das alles kaputt und sterben und alles und Zeug. So. Target. Sehr gut. Habe ich einen kleinen Docking-Port mit dabei? Who knows? Who knows? Also. Ich baue mal der Form halber an einen normalen Docking-Port. Wenn das dann gehen sollte, können wir den ja noch mitnehmen. Wir bauen einmal an einen kleinen Docking-Port. Und bauen wir noch irgendwas an? Habe ich das Inflatable-Ding jetzt mitgenommen? Ich glaube, ich habe das Inflatable drauf, aber wir nehmen jetzt mal alles mit. So. So. Und los. Jetzt gerade verpasst, dass ich Alt F4 ausprobiert habe. Nee, das musste ich nicht. Das Spiel hat sich von alleine in den Orbit geschossen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich, also das Coolste wäre natürlich, wenn einfach diese Flexo-Tube anzubauen geht. Das wäre natürlich der Hammer. Da müssen wir auch mal gucken, inwiefern das der Fall ist. So, wir machen hier jetzt mal Licht an. So, cool. Und da stehen wir jetzt wie die Großen, ne? Sehr schön. Habitation Start. Strom reicht eine ganze Weile damit. Alle sind super glücklich. Gibt halt nichts zu essen, aber ihr könnt nachher in die Kantine rüberlaufen, wenn wir mit euch fertig sind. So, und jetzt kommen wir mit unserem Rettungsgerät. Licht an, Bremse lösen und los geht's. Ich nenne es die Hummel oder so ähnlich. So, es fährt zumindest schon mal relativ okay. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir diese krasse Anhöhe da hochkommen. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen Schwung holen. Ich mein Glück kenne. Nehme mal lieber ein bisschen Schwung, damit wir da tatsächlich die Anhöhe hochkommen. Ich hoffe, 6 Meter pro Sekunde reichen aus, plus dann halt aufs Gas gehen. Es quält sich. Oh, es quält sich. Aber es schafft es den Berg hoch, glaube ich. Ja. So, da ist so einer. Also die schönste und einfachste Variante. Bitte, bitte hören Sie auf, mir zuzuhören. Wäre ja jetzt, wenn ich einfach mit der Flexo-Tube ans
ans Gerät andocken könnte. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Oder wie gut nicht. So, dann, da würde mir nämlich relativ viel Flexibilität gegeben sein. Haha, pun intended. So. Neo steigt aus als Profi-Ingenieur und legt sich erstmal kurz auf dem Loungebett schlafen. So. Attached Tube? Nee. Wie ging das nochmal? Ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Ich bin unsicher. Muss man es an den Dockingport ranbringen? Bitte einmal Fahrzeug zurücksetzen. Ups, falsche Richtung zurücksetzen. Düt, 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 düt. So. Uns an den Dockingport vielleicht bringen. Wie war denn das im vorherigen Teil? Das ist so lange her, dass ich die Teile benutzt habe. So, Bremse rein. Neo, wo bist du? Versteck dich doch nicht hinter dem. Hinter dem Gebäude, nennen wir es jetzt mal, in Ermangelung anderer Begrifflichkeiten. Select a compatible socket. Ich weiß nicht, was ein compatibler Socket ist, seiner Meinung nach. Kann man die Knips rennen lassen? Ja, aber was ist ein kompatibler Anschluss? Das ist ja die große Frage, ne? Was betrachtet er als kompatibel? Wie viel mehr oder weniger kompatibel als ein Dockingport wird es denn noch? So. Früher hat man das Ding ja irgendwie so genommen und hinter sich hergezogen. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Die Frage ist, wie funktioniert es jetzt? Vielleicht ein Werkzeug mitnehmen noch? Also Flexotube ist es schon mal nicht. So, andere Variante wäre jetzt, man arbeitet mit dem hier und einem kleinen Dockingport. Man baut den Dockingport irgendwo an. Ich hoffe, dass das ein kleiner Dockingport ist. Open Airlock. So, und dann bringt man der Gerät langsam und überaus professionell.
ohne dabei die Ingenieure zu überfahren. Oh, irgendwas passiert. Ohne die Ingenieure zu überfahren. Er zieht uns langsam ran und Doc. Ich glaube, dass das tatsächlich unsere beste Variante ist. Jetzt kommt die wichtige Frage. Kann ich jetzt jemanden Crew transferen? Und ich glaube, so machen wir das dann auch. Weil so einen Tunnel haben wir schon oben und wir können hier drin einen kleinen Docking-Port mitnehmen. Okay, das kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, aber glaubt mir einfach, dass es so ist. So. Transfer Crew und jetzt stecken wir mal Crazy durch den Tunnel durch. Passt. Crazy sitzt im Rover. Ja, cool. Ja, sehr cool. So. Undock und Close Airlock. Ja, das ist die Lösung. So machen wir das. So machen wir das. Zack und Airlock. Und wieder angedockt. Das ist richtig gut. Das funktioniert richtig gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das ist der Weg, wie wir das tun werden. So, jetzt muss da nur noch Neo irgendwie wieder reinkommen. Das ist die nächste Herausforderung. Da schon mal nicht. Neo! Achso, ich könnte auch einfach Neo geht in die Kantine spielen, richtig? Ah, so. Sehr gut, okay. Damit haben wir aber die Lösung, wie das funktioniert. Wir nehmen mit einen kleinen Docking-Port, den wir anbauen können, mit einem Schraubenzieher, damit wir es anbauen können, Ingenieurs vor Ort und wir haben an der einen Seite des Wagens, eine aufblasbare Luftschleuse dran. Das sieht wie ein Plan aus. Kantine kann ich. Das ist gut, das ist gut. Okay. Damit gestalten wir jetzt den Rover entsprechend fertig. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. I'm very happy about this. So, jetzt lass uns mal gucken. Wir laden den Moon Rescue Rover. Rettungsrover. So, das kann weg. Hier ist, glaube ich, alles drin, was wir brauchen, oder? Junior Docking Port. Kriegen wir noch einen zweiten mit? Ich glaube, ja. Ich glaube, davon im Zweifelsfall noch einen Ersatz zu haben, schadet vermutlich nicht. Und auch hiervon noch einen zweiten zu haben, dürfte kein Problem sein. So, los. Das ist gut. Dann haben wir das nämlich schon mal safe. Jetzt kommt. Mal gucken, ob wir das Subassembly einfach wieder sauber attached bekommen mit dem Skycrane. Das würde ich prinzipiell sehr begrüßen. Sehr gut. Das würde ich aber jetzt nochmal ändern. Und zwar insofern, dass wir hier einen echten Docking-Port zwischen machen. Der ist einfach ein bisschen stabiler als Connection. So, guck mal. Und der ist frei. Soweit. Das heißt, es spräche nichts dagegen, den so anzulanden. Das Einzige, was ich jetzt sehe, so ein bisschen, ist, wir können hier noch mal gucken, dass wir tatsächlich einen großen Control ranbekommen. Ja, das muss ja nicht hübsch sein, ne? Muss ja nur funktionieren. Das Ding sollte auf jeden Fall guten Funkempfang haben. G ist vielleicht ein bisschen übertrieben. 2G klingt sehr gut.
So kann man arbeiten. Jetzt muss man nur noch rausfinden, wie viel Delta V die Kiste eigentlich hat. Ich würde jetzt mal alle Kürbels da rauskratzen, dass da nichts Unentspanntes passiert. Und wir stellen das jetzt mal versuchshalber nach draußen. Please don't explode my. Ich würde halt gerne wissen, wie viel Delta wie die Stoße hat. Sollte nämlich so 600 haben, damit wir eine Landung machen können. Mehr braucht es gar nicht. Und ein bisschen. Ja, safe. Mal gucken, wie es fliegt. Machen es mal an. Ich will das eigentlich gar nicht testen, aber wir machen es trotzdem. Sieht gut aus. Stabil. Check. Also ungefähr 1800 Meter pro Sekunde, wahrscheinlich eher 2000. Ich würde sagen, damit haben wir sogar schon unser Transferraumschiff. Verdammt. Okay. Das sieht richtig gut aus. Das heißt, wir können, wenn das Ding 2000 Meter pro Sekunde hat, können wir den Transfer fliegen, wir können einbremsen, wir können landen. Das heißt, wir brauchen wirklich nur noch eine sehr kleine Rakete am Ende, die uns das Ding in Orbit schießt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel die Gesamtnutzlast ist. Das sah aber überschaubar groß aus. Genau. TÜV aufklebt. TÜV Süd hat das auf jeden Fall freigegeben. TÜV Süd. Check. TÜV Rheinland nicht, aber TÜV Süd. Ist das das Gleiche? Ich weiß es nicht. So, was wiegt der Spaß? 7,5 Tonnen. Ich glaube, wir sind total. Ach shit, meine ganzen Stages gingen, glaube ich, nicht mehr durch die Updates, ne? Es ging nur noch die First Stage. Reicht mir die vielleicht? 3833 oder 4200. Eventuell reicht mir die First Stage komplett aus, um das Ding in Orbit zu schießen. Cool. Wir machen jetzt Folgendes: Wir geben ihm so eine ganz kleine Upper Stage mit, damit der. Damit ich mich da wegschieben kann. So, eine Sache wollte ich noch machen. Und zwar wollte ich noch einmal sicherstellen, dass uns das Ding hier nicht ohne Strom irgendwie daherkommt. So sollte das schön stabil Strom haben. Upper Stage mit einem Terrier. So. Check.
das reicht uns. Und das Ganze dann. Die Kappler. Zack. Und jetzt muss man nochmal gucken. Also, die Dinger hier sollen keine Bremsen haben. Dafür sollen die Dinger hier keinen Motor und kein Steering haben. Dürfen aber gerne ein bisschen stärker bremsen. Das war vorhin noch nicht so gut. Da sind wir auf dem Override, das passt. So, dann kann das hier alles retracted. Du startest auch retracted. La 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 la. Und jetzt kommt dann Fairing drumrum mit. Am Ende 2,5 Meter Fairing. Das sollte für uns ganz gut funktionieren. Weil ein Großteil unserer Kiste weniger als 2,5 Meter dick ist. So, dann haben wir hier eine schöne verborgene Upper Stage. Und eine First Stage, mit der wir seit langer Zeit mal wieder einen Return-Versuch machen können. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Endlich mal wieder Kosten sparen. Yay, Kosten sparen. Ich hoffe, ich kann das noch. So, First Stage hat 1,49. So, das Ding hat im Prinzip genug, um uns komplett in den Orbit zu tragen. Das heißt, wir können safe abbrechen vorher. Wir können ihm auch viel Zeit geben. Dann hauen wir die First Stage raus, die Upper Stage raus, fliegen noch ein bisschen weiter, geben ihm hier die Zeit zurückzukehren. Und dann müssten wir es eigentlich haben. Jetzt muss er noch einmal gucken, dass das alles passt. Fairing können wir vorher aufmachen. Das kann eigentlich alles in 1 rein. Das ist nochmal ein eigenes. So, trennen davon. So, bub. Das macht der dann nämlich nicht mehr. Anderes Thema. So, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Das ist aber dann schon Weltraum. So, der hat sein Antennenwerk hier mit drin. Close. So, dem sollten wir noch eine passive Antenne geben. Einfach damit sichergestellt ist, dass, wenn wir schnell detachen, nicht irgendwas Komisches passiert. Und dann gucken wir jetzt nochmal, dass hier keine Kurbels drin sitzen. Das ist der Fall. Ich würde sagen, wir versuchen es, oder? Ah, freut mich, dass der Batch gut angekommen ist, Snake. Und vielen Dank für den Resub. Ja, und dann auch schon wieder weg, wenn ich dich richtig verstehe. So. Wollen wir es probieren? Wir wollen es probieren. Was kann schief gehen? Was schief gehen könnte, wäre schlechte Action Groups. Stabilizer. Und irgendwo gab es noch die Licht-Action-Rubatte. War es Licht? War es Bremse? Irgendwo. Ah, hier ist er mit drin. Shutdown Engine, genau. Die Brakes schalten den Engine mit aus. Das ist gut. Okay. Okay. Let's do this. Bitte lass es nicht schief gehen.
Oh Gott, oh Gott, bitte lass es nicht schief gehen. Ewig keine Recover-Mission mehr geflogen. Ich hoffe inständig, dass das hinhaut. Inständig. Wie kommt der Fahrer da rein? Über den. Zugang hinten. Hinten ist eine Tür. Das ist eine gute. Ich merke, es ist eine valide Frage, weil ich lange drüber nachdenken musste. Aber eigentlich ist am Rover, ich zeige dir das jetzt gleich nochmal, bevor wir starten, damit einfach, ich zeige es dir für mich selbst, damit ich sicher bin, dass das auch so ist. Der Rover hat. Please aim camera here. Thank you. Der Rover hat hier hinten eine Tür mit Leitern und so weiter. So. Sieht gut aus. Das sollte passen. Dann hoffen wir mal das Beste und versuchen uns nicht umzubringen beim Versuch, das Ding zu fliegen. Auf geht's. So. Bring die Kiste jetzt in einen schönen. Ich habe ja ein bisschen Zeit mitgebracht, Orbit. Oder suborbitalen Flug. Oh, vielleicht hätte ich tagsüber arbeiten sollen. Naja, jetzt machen wir eine Nachtlandung. Back. So, jetzt schauen wir mal. Fairing auf und entkoppeln. Ja, können wir Aim Camera bitte hier drauf spielen, wenn das schon mein Raumschiff ist. So, das sollte uns jetzt ein bisschen Zeit bringen. So, und die andere Kiste fliegen wir dann gleich zurück. Hoffe ich. Wir müssen nur die Kiste jetzt erstmal kurz ein bisschen auf einen stabilen Orbit schicken. Oder auf einen suborbitalen Flug, der lange genug dauert, damit wir Zeit haben, uns um den restlichen Kram zu kümmern.
Dann bin ich doch mal sehr gespannt, ob ich das noch kann. Also Booster landen. Nicht, dass es vorher besonders gut geklappt hätte, immer. So, der Booster ist bald auf dem Höhepunkt. Das heißt, wir müssen uns jetzt bald mal darum kümmern, dass wir. Mit dem Booster arbeiten. Ich glaube, das reicht erstmal. Insgesamt. Switch to. So, ich mache jetzt die Schubumkehr mit dem Booster. Mal sehen. So, RCS an. Wir gehen Retro. Und burn dann einmal zurück. Viel Energie schon drin. Das war ein bisschen dumm von mir. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen nach Süden brennen. Jetzt noch ein bisschen Energie in den Orbit rein und dann sollten wir es ganz gut haben. Sehr lange, was ich hier treibe. So. Retrograd und Brakes rein. So, Boostback ist durch. Und wir gehen jetzt rüber zum anderen Gerät und versuchen da schnell noch einen Orbit draus zu machen, bevor die andere Kiste zum Wiedereintritt übergeht. Mal gucken, ob wir das schnell genug schaffen. Sollte aber eigentlich ganz gut funktionieren. So. Wir fallen hier auch schon. Das ist nicht so gut, aber ich denke, wenn wir hier sauber arbeiten, sollte das gehen. Oh Gott. Idiot. Also ich. Hallo. So, wie sieht's aus? Heben wir unsere Apoapsis hinter uns her. Der ist auch schon auf 80 Kilometer. Hier wird es jetzt halt knapp, dass wir zeitlich da noch dazu kommen. Gib mir erstmal wieder eine Apoapsis vor mir. Jawohl, und jetzt schieb sie ein bisschen. Komm. Das ist halt die Primärmission, deshalb fliege ich die jetzt auf jeden Fall erstmal zuerst fertig. Dass das soweit klappt, aber wir haben ihn gleich. Oh, das ist aber. Wir brennen zu viel Sprit raus, glaube ich. Ich das so sehe, wird das nicht reichen. Ich glaube, wir haben
Die sind zu schlecht geflogen, tatsächlich. Da ist nicht genug Sprit drin in der Kiste. Müssen wir gleich mal angucken, aber da ist nicht genug Sprit drin eigentlich, um noch eine Moonlandung zu machen, die nicht ein, eine frontaler Aufschlag ist. Retrograde. Bremsburn. Zu spät, glaube ich. Ne, müsste sogar passen. Oh, das reicht nicht mehr. Delta V-mäßig. Dumm. Besten Landebeine ever. Hopp und Antriebshelf. Okay, Leute, nette Zwischenunterhaltung, aber ich habe so die ungute Befürchtung, dass wir hier nicht genug Sprit drin haben. Haben wir eine Möglichkeit, den zu docken oben? Sprit zu geben. Das halt zu wenig, ne? 1300. Einfach nicht gut gestartet. Also, wenn ich das jetzt Ideal Standard fliege, sehr, sehr viel guten Willen, ne? Aber sehe ich ehrlich gesagt nicht. Sie ist halt nicht ganz. So, wir haben jetzt 1379 Meter pro Sekunde. Kriege ich da? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ich da so viel Sprit raus. Na, mal gucken. Wir gucken jetzt mal, wie viel uns ein Minimum-Energietransfer zum Moon so kosten würde. Der wird wahrscheinlich ein bisschen später stattfinden müssen, aber mal gucken. Ein bisschen später.
Also 800 Metern pro Sekunde da reingehe. Unter der Annahme, dass das super ideal brenne, habe ich noch 570. So, zur Landung brauche ich eigentlich 580. Und ich muss ja auch noch vom Vorbeiflug runterbremsen. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also ich habe genug, um es in den Moon Orbit zu schaffen. Die Frage ist, habe ich, was ich brauche im Moon Orbit? Ich glaube, das habe ich nicht. Ein bisschen was fehlt mir. So, jetzt machen wir das mal. Die Fraggles sitzen da. So, 821. Dann. Zweites Manöver.
Okay. Erstes Manöver nochmal. Kann man hier irgendwie her? Manöver, zack. Zweites Manöver. Direkter Anflug. Erstes Manöver. So, dann landen wir hinter der ganzen Schose. Dem zweiten Manöver. So, 822. Zweites Manöver sind wahrscheinlich eine Handvoll. 16. Sind wir bei 40 raus. 500 und ein bisschen. Ist ein Versuch wert. Entweder schlägt das Ding halt hart auf. Oder halt nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Hat ja auch sehr unterschiedliche Meinungen darüber, wie viel Sprit ich zur Verfügung habe. Von daher werden wir sehen, was passiert. Gut. Das heißt, wir haben hier die Injection dann gleich. Das wird ein ziemlich abgefahrenes Manöver. Und vielleicht funktioniert das sogar. Vielleicht halt auch nicht. Wir werden sehen. In 11 Minuten, so viel Zeit haben wir auch noch. Das heißt, wir zeitraffern da jetzt mal hin. Wir sind stromstabil. Dann burnen wir uns gleich zum Moon raus. Ich bin richtig gespannt, ob das funktioniert. Wir ermogeln uns halt den Weg vorbei am Orbit, aber ich bin mir nicht sicher, die Energie müssen wir trotzdem irgendwie wegbremsen. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es reicht. Hätte ich doch das Monoprop hier rausgenommen oder mir zumindest RCS-Düsen angebaut. Damn. Dann wäre es vielleicht was geworden. Wir werden sehen. Ich bin super gespannt. Los geht's. Also noch nicht ganz perfekt gleich. Also das da werden wir noch nicht sofort haben. Ich versuche den so gut wie es geht auf den Punkt. Rover abwerfen, dann reicht's. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist allerdings nicht der Plan dahinter. So gut ist schon mal, dass wir einen sehr exakten Burn haben. Der wird uns hoffentlich nicht viel extra kosten. So, 0,0. Das sollte ungefähr passen. So, jetzt müssen wir hier das Manöver nochmal korrigieren, was als nächstes kommt. So, weg damit. Das heißt aus. Himmels Willen, nicht Warp hier.
Feldmanöver. So, wir haben jetzt noch realistisch gesehen 500. 50. 580 brauche ich eigentlich für eine Landung laut Delta VMAP. Ich glaube, es geht ein bisschen besser, ohne irgendwelche großen Fehler zu machen. Die Frage ist halt, reicht uns das? Weil wir haben ja noch ein bisschen Zusatzenergie drin in unserem Anflug. So, der Moon dreht sich ja auch noch ein bisschen weiter in der Zeit. Das heißt, wir können so ein bisschen vorhalten, nenne ich es jetzt mal. Ich hoffe, dass das passt. Ungefähr da. So. Nächstes Manöver in 2 Stunden 32, 14,6. Ja, noch 530. Lasst es uns probieren. Wir haben Zeit bis dahin. Yes. Dann tun wir es. Wahrscheinlich müssen wir eh das Manöver gleich nochmal korrigieren. Müssen wir jetzt schon, ja. So, das sollten wir gleich noch tun. Da ist noch ganz gut Korrektur drin. Eieiei. So, du gehst schon mal RCS auf das Manöver und wir flicken derweil mal das Manöver. Ach komm schon, bleib da doch bitte drin. Ich denke, das wird eine Impact Probe. Das wird eine sehr klassische Impact Probe. Okay, wir gucken es uns an und schauen mal, was passiert. RSS hätte ich irgendwann mal wieder Bock drauf, aber das Modset ist halt auch immer so super empfindlich. Irgendwann mal. Ich will irgendwann mal eine echte Marslandung machen. Aber irgendwann mal halt. So 4 Stunden 41. Das wird spannend. Das heißt, wir machen jetzt als erstes mal die Moon-Rettungsdinger. Das Ding hier hat 539 Meter pro Sekunde. Mal sehen. Da werden wir noch einiges an Geschwindigkeit drauflegen, glaube ich. Also erstmal wird es jetzt weniger, weil wir natürlich uns in die... Also jetzt werden wir abgebremst immer mehr und kommen dann langsam rein. Aber ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Mal gucken. Mal gucken. So, das Ding ist erstmal ausgeklingt. Wir gehen zu diesem Schiff und machen mal die Landung und dann gucken wir uns mal an, wo wir stehen. So, jetzt machen wir einmal
den hier, glaube ich. Ne? Den hier. Der braucht auf jeden Fall noch einen Alert eingepannt. Our Guild, thank you for the raid and welcome to you and your viewers. Genau, den Guild hatten wir das letzte Mal versucht zu raiden, da hat das nicht so gut geklappt. So, last time I tried to raid you, it seemed like you were made a little extended break of your stream. Ja, liebe Mods, macht mal einen Shoutout für den Ergilt. Er spielt auch KSP, aber eben auf Englisch. Aber könnt ihr auf jeden Fall auch mal reingucken. Einer von den Rocket Jockeys. So, und wir brauchen hier jetzt nämlich noch. Ein Bremsmanöver. Ja, no problem. So we can speak English. But the stream is in German. So I just mentioned that you are streaming KSP in English. And the guys should have a look on your channel. So welcome again. Okay, also. Das haben wir. Dann speichern wir das einmal noch ein. Und dann hoffen wir mal das Beste und springen jetzt hier rüber. Und landen jetzt erstmal die Heimkehrer. Das ist ja sichere Bank. Was wir haben, haben wir. Dann sind die nämlich schon mal zu Hause. Wir stellen da jetzt schön sauber die Fallschirme ein. Wir nehmen den restlichen Sprit, um die einzubremsen und bringen die halt nach Hause. Hier ist auch noch die Luftschleuse dran, sehe ich gerade. Und die wäre. Wow. Das war wohl ein Raumschiff, wo irgendwas schiefgegangen ist. Ich weiß gar nicht was. Aber. Irgendwas ist da schief gegangen. So, Körbelkörmen muss mal ein paar Sachen korrigieren. And here we did stuff. So, die komischen Anbauteile sind dann mal weg. Läuft die Fuelzelle noch? Nee. Sehr gut. Wir haben noch genug Strom. Wir haben noch genug Supplies. Wir haben hier ein Hitzeschild dran. Laut dem Applater haben wir das. Und wir haben noch 667 Meter pro Sekunde zum Bremsen. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen näher an die ganze Stoße ran. Unsere Piriaps, das liegt auf 80 Kilometer. Die werden wir ein bisschen runterbremsen noch. Einfach weil es geht. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen näher an Körben. Und da kommt dann halt auch gleich die zweite Kapsel. So, was jetzt noch wichtig wäre, wäre natürlich mal die Fallschirme startklar zu machen. Entschuldigung, den Fallschirm. So, der ist scharf. Gut. Achso, da sehe ich noch was. Die blöde Leiter, das hat uns letztes Mal ein bisschen viel Hitze gekostet. So, jetzt sieht es aber gut aus. Haben wir noch Monoprop? Wir haben noch Monoprop. Okay, here we go. Also, unsere momentane Periapsis ist bei 80 Kilometern. Die werden wir jetzt gleich noch ein bisschen runterbremsen, indem wir bremsen. Das würde ich mal so bei 700 Kilometern ungefähr machen. Also quasi jetzt. Und dann können wir mal gucken. Das hat einen guten Effekt. Sehr schön. Dann machen wir das jetzt mal. Und bremsen uns hier vorerst mal auf 35 Kilometer runter. So, ein bisschen Sprit behalten wir hier noch drin, dass wir uns gleich ein bisschen wehren können noch. Oder
wegschieben, besser gesagt. Wehren dagegen, gegen unser Service-Modul gegenzuschlagen. Okay. Yes. Weg damit. So, 25 Minuten, bis die andere Kapsel kommt. Das heißt, wir sollten nicht zu lange rumtüdeln. Da hinten sind nämlich schon die nächsten im Anflug. Und bis dahin sollten wir unseren Mist im Griff haben. So, ich brenne jetzt unser restliches Fuel raus. Und senke unsere Eintrittsenergie ein wenig. Solange wir das noch im Griff haben. Sieht doch ganz gut aus, 35 Kilometer und wir sind schon runter auf 2400 Meter pro Sekunde in unserem Orbit. Das heißt, wir haben da nicht mehr so wirklich viel Schwung hinter. Zumindest nicht mehr auf einem Niveau, um das wir uns besonders viel Sorgen machen müssen mit der Dicke unseres Hitzeschilds. So, 35 Kilometer, relativ gut getroffen. Das heißt, wir können jetzt Surface Retro schon mal gehen, schweben noch ein Stückchen an die Atmosphäre ran und dann bringen wir sie nach Hause, würde ich sagen. Die Eulenschwere Mütter. So, wir jetzt noch ein bisschen mit dem Rest Monoprop weg und dann warten wir auf den Re-Entry, der jetzt auch gleich losgeht. Okay, und dann haben wir jetzt noch 20 Minuten, bis die anderen ihr Manöver zumindest haben. Das ist irgendwo hier, glaube ich. Das heißt, wir sollten ganz gut unterwegs sein. War aerodynamisch stabil. Ah, sieht gut aus. Das macht der Rover, der fliegt zum Moon raus und wir hoffen mal, dass es reicht. Ich persönlich glaube nicht dran, aber meine Neugier war stärker als der Wille zum Abbruch. Der hat noch so zweieinhalb Stunden, glaube ich, oder drei. Ist der Aufstieg. Also wir machen jetzt die beiden Rückkehrer, wir machen den Orbit mit Anthrax. Wenn der dann da ist, dann kann der schon mal sich vorbereiten auf die Landung am Moon. Das ist okay, weil den brauchen wir so oder so. Ja, und das andere ist dann ein bisschen experimenteller, muss man so formulieren. Ich glaube, dass das ein sehr hübscher kleiner Krater wird mit dem Rover, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Mal gucken. So, das hier ist alles ziemlich stressfrei. Nicht mal die G-Load ist besonders hoch. Die wir bisher so rausdrücken. Wir sind jetzt bei etwa 2G.
macht ja alles, der E-Borg alles sehr routiniert, sehr professionell. Ich denke, wir werden gleich irgendwo an der Küste anlanden. Und dann haben wir Kerbel Kerman, Tobinon Kerman und Major Kerman schon mal wieder zurück. Das sind ein Medic, ein Scientist und ein Kolonist. Die haben dann ihre ersten Sporen verdient, haben es zumindest bis auf den Mond geschafft und erwiesenermaßen dann auch wieder zurück. Der Fallschirm ist scharf, der Fallschirm ist auch safe mittlerweile, das heißt, wir können jetzt hier mal ein bisschen Zeitraffer reinwerfen und auf den Deploy warten. Wir haben noch 16 Minuten Zeit für die andere Kapsel, das ist alles gut. Ja, Kerbel Kerman ist tatsächlich immer wieder witzig. So, Pre-Deploy. Sieht gut aus. Und 1200 Metern kommt dann der Full. Jawohl. Auch das sieht sehr gut aus. Und jetzt müssen wir noch kurz warten, bis die ganze Chose unten ankommt. Und das andere Raumschiff ist dort im Moment. Nähert sich also auch mit großen Schritten, aber wir haben noch genug Zeit. Also vom Timing her sieht es schon mal gut aus. Genau. Dann bremsen wir. Ich bin froh, dass da kein Kerbel drin sitzt, weil dann hätten wir es abbrechen müssen. Und Wasserung. Sehr schön. Auf jeden Fall sehr schwimmfähig, diese Kapsel. Sehr, sehr schwimmfähig. Wackelt die leider noch so sehr rum. Jetzt kommt auch das Recover durch. Gut, die nächsten drei sind zurück. Damit haben wir schon mal 6 Kerbels von den Verunglückten zurück. Und jetzt machen wir gleich noch 9 draus, indem wir nochmal eine Landung fliegen. So. Und dann kommen wir hoffentlich zum großen Höhepunkt des heutigen Streams, der sehr knappen Roverlandung oder einer sehr schönen Abschlussexplosion. Das werden wir dann sehen. Wo unsere Reise da heute hingeht. So, viele, viele Badges. Ziemlich die gleichen Badges. Hier hat jemand ein bisschen gestrebt. Ach, Kerbel Kerman hat eine, genau, die Kerbin EVA gemacht, genau. So, Kerbel Alarm Glock. Moonrettung, Jump to Ship. So. Schaust du den Groot to Dragon Start in 10 Tagen? Ja, wenn ich es irgendwie schaffen sollte, also wenn mich nicht irgendwas total Wildes abhält, werde ich das auf jeden Fall gucken. Und was ich noch nicht versprechen kann, was ich aber gerne machen würde, wenn es möglich wäre, das zu streamen und zu kommentieren auf Deutsch. Ich habe das ja schon für den ein oder anderen Falcon Start und Falcon Heavy hatten wir auch mal gemacht, weil das ist schon so ein bisschen Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte, dass es da mal wieder was gibt. Oh, hier haben wir nicht so viel Fuel drin, ne? Hier werden wir heiß reingehen. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Kapsel kontrollieren. Die sieht aber schon mal gut aus. Genau, also wenn es möglich sein sollte, ich kann es noch nicht versprechen, aber ich würde das gerne machen. Da müssen wir halt mal schauen, was ist. Aber ich werde es mir auf jeden Fall irgendwie angucken. Irgendwie wird das funktionieren. Ja, ja, ja. Ich hatte ja noch gehofft, dass sie schneller fertig werden, aber als dann das Datum stand, ich dachte, schade. Die hätten gerne zu meinem Geburtstag starten können. Genau, also die letzten Male habe ich so gemacht, das ist dann natürlich ein paar Sekunden verzögert, dass ich quasi den YouTube-Livestream von SpaceX gestreamt habe und einen deutschen Kommentar darüber gesprochen habe einfach. Der wann wäre, wenn alles wie geplant läuft, ist das der 27. Mai. Da will SpaceX dann das erste Mal Crewed zurück ins Weltall. Genau. Und das wird auf jeden Fall spannend anzuschauen, da bin ich mir ziemlich sicher.
So, jetzt können wir mal kurz einen Zwischenstand machen. Guck mal, so schaut's aus. Hier ist der Rover. Der ist also auch noch nicht mal im Moon-Einflussbereich. Und hier ist Anthrax gerade. Der hat dann sein Manöver da unten. Wir haben also gutes Timing soweit. Das können wir auch rausnehmen. Das muss uns gar nicht nerven jetzt. Ich denke. Achso, seht ihr, wir können den Fallschirm schon mal vorbereiten. Privet. Sorry, my Russian is not very good. Okay. Okay. Maybe English some. Yeah, if you have any question in English, please feel free to ask. So most of us are quite capable with English, but not that much are capable with Russian. So please feel free to ask whatever you like. Okay. Sehr schön. Wir sind jetzt im Anflug. Können jetzt noch ein bisschen den Resttreibstoff raushauen. Viel ist es nicht. Aber kleine Pi, tralala. Kann ich gerne ein bisschen aggressiver reingehen mit der Kapsel. Die hat dann zwar ein bisschen höhere G-Load, aber wird das überleben? So, Brady, Sigmund und Atlan sind hier an Bord. Warum zocke ich kein Multiplayer-Mod? Ich habe das durchaus mal gespielt, ein, zwei Spaß-Streams lang, aber es ist halt einfach nicht stabil genug, um da wirklich was Langfristiges drauf aufzubauen. Deshalb spiele ich Singleplayer. Ich freue mich aber schon sehr auf Multiplayer in KSP 2 und hoffe natürlich sehr, dass es gut implementiert wird. Mal gucken, je nachdem, wie sie das bauen. Kann man ja vielleicht auch richtigen Server bereitstellen. Ich weiß es halt noch nicht. Ich glaube, keiner weiß es so wirklich. So, ich trenne mich jetzt hier mal von der vom Raumschiff und verkrümel mich wieder. So, diesmal werden wir ziemlich schnell reingehen. Wir haben jetzt nicht viel gebremst. Wir haben fast 3000 Meter pro Sekunde drauf. Das wird jetzt eine sehr heiße Nummer. Das heißt, ich werde jetzt auch meinen restlichen Treibstoff nutzen, um so gut es geht abzubremsen. Der Fallschirm ist scharf. Wir haben nichts, was uns im Windstrom stören sollte. Das heißt, eigentlich ist alles gut. Und jetzt schauen wir mal, dass wir ja hoffentlich durchkommen, ohne dass die Kerbels zu Mus zerquetscht werden. Aber eigentlich sollte es passen. Ihr seht, das muss jetzt alles erst runtergeschreddert werden. Wir nehmen ein bisschen Hitze auf den Pott. Macht es jetzt aber gut aus. Das aus. Also wir sind noch weit von der Überlastung des Pods. Wir haben aber auch noch einiges an Hitze abzubauen. Gehen suborbital und Hitzeentwicklung sieht auch sehr gut aus. Und selbst die G-Belastung ist immer noch in einem sehr, sehr zivilen Bereich.
glaube, ich kann hier mit gutem Gewissen den Zeitraffer einpacken. Sieht gut aus. Okay. Und da kommt der Full Deploy. Das sieht auch gut aus. Sehr schön. Dann haben wir jetzt noch 29 Minuten bis zum nächsten Manöver. Das ist zu machen gilt. Da kommt nämlich gerade die nächste Rettungsmission. Und platsch, platsch. On freeze. Alles gut. Danke, dass du es über einen Dolmetscher packst. So, but you can also use English. So, thanks for using Translate. But if you want to ask specific questions for me or the audience, please feel free to write in English if this is easier for you. It's totally okay. Okay, so, dann der einfache Part, würde ich sagen. Der einfache Part ist... Das da. So, damit machen wir jetzt noch den Orbit fertig. Das sollte eher eine Kleinigkeit werden. Und dann kommt halt das spannende Ding hier. Bald. Ihr seht, das ist halt auch noch nicht ganz im Moon-Einflussbereich. Das wird jetzt irgendwann passieren demnächst, aber noch ist es nicht so weit. Ich mache jetzt mal einen manuellen Warp, einfach weil ich vorsichtig bin. Wegen dem Rover. Das sollte noch lange dauern. Da müssen wir dann halt noch mal ein bisschen neu peilen, sage ich mal. Wo wir da genau runterkommen. Mit dem Rover. Und dann mal sehen. Mal sehen. Das wird auf jeden Fall hässlich. In irgendeiner Form wird das unangenehm werden. Das kann raus. Essen habe ich nicht mitgenommen. Naja gut, das können wir uns ja sogar unten an der Station dann besorgen. Ich glaube, der hat selbst so indefinite, oder? Ja, 74 Tage, mehr als genug. Auf jeden Fall. Ja. Und hier haben wir halt den Fuel-Überschuss. Das ist halt so ein bisschen schade. Aber es ist halt einfach so. Okay. Injection in den Moon Orbit läuft. Oder Insertion. Injection war schon eine ganze Weile länger her. Okay. Das sieht gut aus. Orbit haben wir. Der ist noch nicht mal in Kontakt.
Ich würde auch die Rettungsmission erstmal im Orbit lassen, bis die Nummer mit dem Rover durch ist. Weil ich mir selber einfach nicht weit genug vertraue. Okay, was haben wir jetzt noch in der Stage? 1070. Das sieht gut aus. Dann schauen wir mal. Ich hatte gesagt, wir machen das heute noch, die Rover-Landung. Also machen wir sie noch. Ich guck mal, dass wir jetzt noch weit draußen nach Möglichkeit nachkorrigieren. So, Geschwindigkeit zum Target im Moment 231. Im Moment ist super. Ab diesem Punkt da in 14 Minuten beginnen wir halt wieder zu beschleunigen. Das ist dann nicht mehr so super. Ja, wir haben schon wieder was anzupassen. Und ich denke, es wird ein ganzes Stück sein. Oh Gott, es wird immer senkrechter. Es wird richtig fürchterlich. Okay. Los geht's. Wir haben dann wie lange hier hin? Stunde 17 immer noch. Okay. Ich mache jetzt erstmal nur bis an den Krater. Suicide Burn Delta V. Nope. Nope, das steigt ab jetzt nur noch. Also wir werden jetzt immer schneller. Das wird, also ich werde das auch nicht mehr nachkorrigieren, weil er mir hier schon sagt, wie viel ich brauche. Und ich sehe hier, diese Anzeige ist halt irgendwie falsch. Aus irgendeinem Grund zeigt er mir hier eine falsche Zahl an. Genau, der Moon wird schon bremsen. Das tut er. Irgendwann tut er das immer. So, wir tun jetzt aber mal so. Wir machen mal wie ein echtes Raumfahrtprogramm. Wir bereiten uns darauf vor, dass das total gut funktionieren könnte. Keiner Meter pro Sekunde. Könnte schlimmer sein. Ja, es könnte sehr viel schlimmer sein, aber es könnte halt auch deutlich besser sein. Deutlich besser. Deutlich. Wäre schön, wenn sich plötzlich rausstellt, dass diese Zahl da realistischer ist. Ist sie aber. Ich weiß auch nicht, wo er die hernimmt. Aber naja. Es ist ja schön, dass er mittlerweile überhaupt irgendeine Zahl zulässt. Also ich werde den Suicide Burn starten am idealen Punkt. Dann, wenn er sagt, jetzt wäre es gut.
wenn du langsam mal anfängst zu bremsen. Die gute Nachricht ist, irgendwo hier ist auch unsere Mission. Da unten. Wir sind gar nicht so weit weg. Wir sind gar nicht so weit weg. Schade. Vielleicht reicht's. Hey, irgendwas hat überlebt. Knapp nicht. Ganz knapp nicht. 300 Meter pro Sekunde. Das ist dann doch relativ schnell. Na gut, na gut. Genau, kleinen Krater gebaut. Also, das mit dem Rover müssen wir nochmal machen. Ich würde jetzt schnell die Rakete vorkonzeptionieren, dass wir beim nächsten Mal einfach losfliegen können. Oder wir bringen sie noch in Orbit, mal gucken. Also, der Rover mit seinem Lander an sich ist voll in Ordnung. Das lassen wir einfach so. Da müssen wir jetzt nicht groß dran rumbasteln, weil das wäre übertriebener Aufwand. Aber wir müssen eine schöne Rakete dafür bauen. Also eine schönere Rakete. Das war jetzt nett und fancy alles und so, aber halt letztlich das, was wir wirklich wollten. Das kann man als Upper Stage so lassen. Ja, das ist okay. Das ist jetzt nicht super toll, aber es sind halt 711 Meter pro Sekunde. Pff, hier kommt, ja doch. Wir lassen es einfach so. Das ist halt nett. So. Dann machen wir uns eine Upper Stage, die ist das mit einem Pudel. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Pablone, vielen lieben Dank. Und ich glaube, Mr. Miles TV, ich habe dich vorhin vergessen. Vielen lieben Dank auch für deinen Resub. Und Bunny, vielen lieben Dank fürs Folgen und ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. So, und alle, die noch weiter unten in der Liste stehen, die ich übersehen habe, weil ich gerade wieder irgendwas anderes gemacht habe, dann tut mir das leid, aber schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr subbt und generell seid ihr wundervolle Menschen. So, mehr kann ich dazu jetzt gerade nicht sagen. Tassi, hau rein. Gute Nacht. So. So. Unten. Maincell. Hey. Sogar zu viel. Aber wir haben ja gelernt, haben es besser als brauchen. Also ist die Lektion aus zu viel Thrust-Weight-Ratio am Start einfach noch einen Tank ranzuschrauben. Hervorragend. Das ist gelungen. So, dann hat das jetzt 3000, 3500, 3000, viel zu viel. Sehr gut. Viel zu viel ist hervorragend und kostet auch nicht viel. Das lassen wir jetzt einfach so, weil ich will das nicht nochmal machen. Nicht nochmal.
Winglets. Und Start Rampe. So. Zack. Zack. Weil ich denke, das wird wahrscheinlich ein bisschen nach unten rutschen. Bla 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 bla. So. Irgendwie so. Ja. Freeze. I play a hard mode without revert or quick saves. Okay. Boom, 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 boom. Oh, kurz Kürbels rausjagen. Das wäre mal schief gegangen. Da ist eine Antenne dran. Da ist eine große Antenne dran. Was mir gerade aufgefallen ist, dass die hier irgendwie nicht so richtig gereicht hat, ne? Da müssen wir mal gucken, wenn wir den anlanden nachher. Aber das ist eh nur für Optik. Da ist eh kein Topcore oder so dran. Von daher. Safe und. Habe ich was vergessen? Achso, ja, er rechnet mir den anderen ja nicht ein, ne? Deshalb ist das ein komischer kleiner Wert. Alles gut. Okay. Rover Monoprop. Guter Hinweis. Diesmal machen wir es ordentlich. Raus damit. So. Zack. Und. Los geht's. Los geht's. Oder? Ja. Die bringen wir noch schnell in Orbit, bevor wir für heute Schluss machen. Und dann können wir die beim nächsten Mal Richtung Moon rausschießen. Denke ich mal. Ich habe übrigens am Wochenende 2 Folgen HKK gerendert und eine Folge vom Tutorial, die ich noch auf Halde liegen hatte. Die werden jetzt im Laufe der Woche dann alle online gehen. Ich muss eine noch heute Nacht, wenn ich schlafe, dann hochladen. Aber dann haben wir für die Woche auch mal ein bisschen Aufholjagd von YouTube auf die Hardcore Colonization Folgen. So. Und damit los geht's. Damit wir da auch mal langsam wieder auf den Stand kommen, habe ich mir jetzt mal vorgenommen, die nächsten Wochenenden immer zu versuchen, 2 HKK-Folgen durchzurendern und die dann die Woche drauf zu veröffentlichen. Damit wir, wie gesagt, mal ein bisschen wieder aktueller werden. Es soll ein bisschen verzögert sein. Also so 1-2 Wochen Verzögerung hätte ich gerne generell drin, weil es Sinn machen soll, den Livestream zu gucken. Aber es muss jetzt nicht irgendwie, ich glaube, wir sind kurz vor Weihnachten oder sowas immer noch. Ich muss nicht ein halbes Jahr hinterher. Rolf Roller, vielen lieben Dank für den Resub und weiterhin ganz viel Spaß mit deinen Kirby-Modes. Und hoffentlich natürlich auch beim Zugucken. Ich hoffe, es sind nicht nur die Kirby-Modes. Ja, ich habe vergessen, die Folgen zu markieren, bevor ich in meine Streampause gegangen bin. Aber ich habe sie aufgenommen, die werden auf YouTube da sein. Und wenn ich die für YouTube mache, füge ich sie auf Twitch hier auch noch hinzu wieder, sodass die nicht für immer fehlen. Im Moment fehlen sie tatsächlich. Und ihr hängt im Moment bei 17, glaube ich. Ich glaube, es ist 17. Auf YouTube. Aber ich arbeite dran. Ich glaube, bei Twitch sind wir eher so bei 27. Wenn ich ehrlich bin. Oder 26? 27? Irgendwie so. Ich glaube, das hier ist 27. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was aufzuholen. Deshalb halt 2 Folgen dann pro Woche auf YouTube in nächster Zeit. Dann sollten wir in absehbarer Zeit wieder nah dran sein. Oh, wonderful. Direkt an der Grenze
zum Orbit oder zum Weltall. Und jetzt Next Stage. Woo! Sehr, sehr gut. Guck mal, da haben wir jetzt ausreichend Treibstoffvorräte, um diesen Rover ordnungsgemäß anzulanden. Wir ignorieren halt einfach mal das hier. Diesmal drücke ich auch wirklich auf Extend, nicht auf Activate. So, ich lasse uns jetzt kurz coasten. So, liebe Freunde. Gleich sind wir im Orbit. Das war's dann für heute erstmal. Beim nächsten Mal bringen wir den Rover hoffentlich unbeschadet auf den Moon und können dann mal gucken, dass wir unsere Touris gerettet bekommen. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen.